Zieht euch dicke Jacken an, es wird kalt. Moment zusammen und willkommen zur Outward Definitive Edition. Ja, der Winter ist eingebrochen in der Halbinsel. Ich habe eine dicke Jacke gekauft. Man sieht hier schön das Fell unten. Ich hoffe, die reicht. Und unsere Amulitrüstung habe ich ab in Leuchtturm geschmissen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns mal wieder verprügeln lassen. Diesmal von so einem komischen Geist. Er hat nur 3 Schläge gebraucht und ich habe ziemlich doof ausgewichen und deswegen mussten wir dann wieder zurück nach Sierzo und da tut mir leid. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich meine, die Halbinsel ist ja theoretisch schon fast komplett erkundet. Ich würde sagen, 60% haben wir. Ja, wir erkunden erstmal noch weiter, aber die Bereiche, wo wir Schwierigkeiten hatten, bleiben aus vorerst. Das heißt, die eine Höhle lassen wir jetzt weg und das Konfluxgebirge lassen wir weg. Dort gehen wir nicht rein. Gabären lasse ich gerade liegen. Hallo, was ist denn los mit mir? Ja, also wo ist dann unser nächstes Ziel? Wir waren ja schon hier. Ich markiere das mal als rot. Hier gehen wir auch nicht rein. Rot. Und hier gehen wir nicht rein. Rot. Hier wurden wir hin verschleppt, aber weggeschmissen, weil wir am Kotzen waren, weil alle dachten, oh, der ist krank, der geht bestimmt einen Bach runter. Das heißt, wir werden jetzt diesen Weg hier gehen. Nicht in die Festung, sondern zuallererst zum Banditenlager. Banditen haben wir bisher nicht immer ohne Probleme aus dem Weg räumen können. Und das heißt, die sollten wir doch eigentlich problemlos schaffen, oder nicht? Was meint er? Ja, und damit können wir auch schon losrennen. Ich bin super gut vorbereitet, würde ich sagen. Tasche ist voller Essen. Stromspuren habe ich mal mitgenommen. Man weiß ja nicht, ob man nochmal was findet, wo man die gebrauchen kann. Ich habe 5 Tees mitgenommen von beiden. Die hier sind nämlich zum Beispiel verbranntes Mana. Guck mal jetzt auf meinen Mana. Mehr wieder da. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich die mitgenommen habe. Und weil sie halt gegen Erkältung helfen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich der Mantel schon ausreicht, dass wir genug Witterungsschutz haben. Aber das scheint schon zu reichen. Wunderbar. So brauchen wir dann nicht mehr anziehen, sondern können weiter mit dem Meisterhändler-Hut fast, glaube ich, und den Meisterhändler-Stiefeln. Ja. Weiter reisen. Unser Zaubererhut bleibt natürlich nicht aus, den haben wir in der Tasche. Den habe ich auch vergessen übrigens beim Geist anzuziehen, wenn ich mich nicht vertue. Ich schiebe alles darauf. Ne, es lag nur daran, dass ich meinen Merlin-Hut nicht auf hatte. Mal eben kurz den Skyrim-Zettel beiseite legen, da habe ich gerade mit zu tun gehabt. In Skyrim haben wir einiges erledigen können. Und auch einiges Neues erledigen können. Hier ist mein Outward-Zettel, der ist ziemlich schlecht geschrieben. Da stehen einfach im Endeffekt ein paar Rezepte drauf, die ich mir schon geholt habe. Der ist aber, glaube ich, schon gar nicht mehr aktuell, also. Machen wir mal was Schöneres irgendwann. Am Wochenende vielleicht. Tja, was ist sonst so geplant? Geplant ist eigentlich nichts. Wir stromern hier und einfach durch die Halbinsel durch, auch wenn es kalt ist. Man kann sich drauf freuen. Es gibt ja, wobei, es gibt Leute, die hassen den Winter. Ich finde den Winter eigentlich gar nicht so schlimm. Das Einzige, was ziemlich doof ist, ist der erste Schneefall. Der erste Schneefall ist immer, also solange halt ein richtiger Schneefall ist. Wenn über die Nacht es ein bisschen schneit, man steht morgens auf und es ist nichts zu sehen, ist für mich kein Schneefall. Auch nicht, wenn auch was auf dem Dach liegt. Nein. Das, was liegen bleibt. Na, was wir mal, ich glaube, vor 2 Jahren im Februar hatten irgendwie. So hoch? Oder so? Das hat ja hier eine Menge lahmgelegt. Ja. Ich bin jetzt ziemlich weit am Laufen. Ich müsste hier sein. So, warte mal. Den Weg sind wir hochgegangen. Aber hier über die ganzen Flächen hier bin ich noch gar nicht gelaufen. Und da vorne ist auch so ein Bogen. Moment mal, ja. Da oben war, glaube ich, auch jemand ganz Besonderes drin. Gehen wir mal hin. Bei dem kann man auch, glaube ich, was falsch machen und was richtig machen. Naja. Der Mais, wir kennen es nicht, ne? Der wächst auch im Winter. Der ist winterhart, nennt sich das, ne? Wie wenn ihr einen
eine Olive hat, die habt, die winterhart ist, könnt ihr einfach draußen lassen. So, Höhle des Makellosen. Und ich meine, der ist freundlich. Ich hoffe, dass er freundlich ist, sonst habe ich gleich Schwierigkeiten. So früh will ich nicht sterben. Genau, er ist freundlich. Er greift uns nicht an. Sehr gut, dann können wir uns erstmal hier umsehen. Haben wir hier eine Pistole. Wunderbar. Brauchen wir keine kaufen. Und ich hatte mir schon überlegt, ob wir mal eine kaufen zum Ausprobieren. Die wird dann irgendwann ausprobiert, wenn wir Kugeln finden. Müssen wir nur noch irgendwas finden, womit wir halt in der Hauptwaffenhand zurechtkommen. So. Der Makellose. Die Meeresbrise auf der Halbinsel erfüllt mich immer mit dem Drang zu reisen. Ein Jammer, dass es im Winter so unerträglich kalt ist. Du bist ein Monster der Plage, ein Makelloser. Und die Umstände meiner Schöpfung gehen nur mich etwas an. Was ich bin, ist am Leben zu sein. Ist es meine Schuld, dass meine Gegner in mir eine instinktive Wut heraufbeschwören? Genau aus diesem Grund vermeide ich jeden Kontakt mit ihnen. Ich tue keiner Fliege etwas zuleide. Wer bist du? Ich spüre, dass mehr hinter dieser Frage steckt. Wie lautet dein Name? Namen sind was für Menschen. Meine Art kann einander ohne solch willkürlichen Unsinn auseinanderhalten. Wir nennen uns die Makellosen. Nur aus einem Grund, weil ihr uns so nennt. Was machst du hier? Ich bin auf einer Reise. Ich will lernen. Ich will wachsen. Ich will alles sehen, was diese Welt zu bieten hat. Ich möchte diese instinktiven Fesseln ablegen. Wenn ich Mensch und Tier nie wieder etwas zuleide tun müsste, wäre ich zufrieden. Du scheinst sehr viel und sehr gern zu lesen. Stimmt, der hat da ein Minibuch in der Hand, ne? Also ist für uns wahrscheinlich Sonnenschinken, weil der ist ja ziemlich groß. Und für ihn ist es halt Sonnentaschenbuch. Ja, das Wissen längst von uns gegangener Menschen ist sehr wertvoll. Und die Art und Weise, in der ihr euch zu eurer Unterhaltung Geschichten ausdenkt, das ist ein Trost für mich auf meinem einsamen Weg. So, nichts. Hast du noch etwas auf dem Herzen, Mensch? Kannst du mir helfen? Danke für dich. Kannst du mir helfen? Ich besitze nicht viel, aber ich kann dir einen Teil meiner Überlebensausrüstung anbieten. Was führt dich zu mir? Schutz, Ausrüstung, Lagerplatz, Kraft. Ich brauche Kraft. Was könnte ich einem Menschen beibringen? Ah, ich weiß. Ich kann dir zeigen, wie du widerstandsfähiger gegen Fäulnismagie und Gifte wirst, sowie deinen eigenen Weit stärker machst. Ich nenne ihn Besessenheitssegen. Ja, nehme ich. Warum nicht? Dann setz dich und schließe deine Augen. Ich werde dir helfen, die Verderbnis, die in dir harrt, zu manipulieren. Okay. So, die Übelkeit lässt bald nach. Das war ziemlich anstrengend. Ich hoffe, der Besessenheitssegen wird dir von Nutzen sein, Mensch. Ich hoffe, das hier hält dich in Sicherheit und am Leben. Ich komme auch ohne zurecht. Danke für die Unterhaltung. Ich gehe dann jetzt. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich auf meiner Reise erneut. Freundliche Gesellschaft erhält meinen Tag. Interessant. Damit so eine neue Fähigkeit dann wohl, ne? Besessenheit. Gewährt den Besessenheitssegen, der deinen Fäulnisschaden und Fäulniswiderstand erhöht. Der Einsatz des Segens ist Voraussetzung für bestimmte Fähigkeiten. Okay. Gut, dass ich das gelernt habe. So. Ja, genau. Der Makellose. Netter Riese, ne? Bringt uns einfach was bei. Und wir erstmal... Du bist ein Monster! Stein werfen! Tergo wirft Stein. Makelloser weicht aus. Der Stein war nicht sehr effektiv. Makelloser wirft Stein zurück. Tergo ist tot. Verdammt. Nein! So, warte mal. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da vorne links ist, glaube ich, nichts, aber da sehe ich eine Kiste hinten. Die schimmert trotz des... Alter, ich dachte gerade, da steht jemand beim umgestürzten Baum. Trotz des starken Schneefalls liegt nicht eine Flocke auf der Kiste. Lass mich hier rauf. Noch eine Stromspule. Ja, Mensch.
Ganz viele Batterien in der Tasche, ne? Noch eine vierte und wir können den alten Gameboy anschmeißen und Tetris spielen. Kennt ihr noch die alten grauen Teile? Die brauchten 4 AA-Batterien. Einfach lesen. Nordosten, heilige Sümpfe. Osten, Wachturm. So. Ja, wir gehen erstmal da vorne zum Wagen. Da hatten wir nur kurz gehalten, letzte Mal. Im Rückweg. Da ist nichts drin. Hier ist nur die Leiche des Arbeiters, die wir schon geraubt haben. Also ausgeraubt haben. Hier ist nichts, okay. Rechts am See vorbei müsste es zum Banditenlager gehen, ne? Ja. Dann mal weiter. Ziel ist nämlich The Bandit Camp. Gesetzlose. Halsabschneider. Und... Oh, Schokolade! Jetzt gibt's aufs Maul. Ach, Mist. Feierabend. Kerlvogel. Das war's mit dir, du Mistvieh. Zur Belohnung ein paar Bären mitnehmen, ne? Ja, ich würde sagen, warte mal, wenn wir jetzt hier zum Banditenlager, das ist ja dieses eine Stück hier, das dürfte doch schnell gehen, oder? Wobei, das Camp Mount Clem hat auch lange gedauert, ne? Hier oben. Ah, nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Was habe ich schon mit dem Geist gemacht? Und der hat mich richtig aus dem Legen gezimmert. Habe ich eigentlich mein Geld mitgenommen? Habe ich. Wunderbar. Irgendwie kommt mir die Straße zu leer vor. Weder was auf der Straße noch neben der Straße was. Alles einfach nur. Da vorne ist ein Gabärenbusch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. So. Dann gucken wir mal. Aber von der Größe ist es, glaube ich, kleiner als Mount Calm. Mount Calm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Salz. Bald haben wir genug Salz zusammen, um eine League of Legends Queue aufzumachen. Oder ist das Spiel nicht mehr so salty? Liegt schon eine Weile zurück, dass ich das letzte Mal das gespielt habe. Ah, das ist schon der erste. Okay, man muss hier nicht eindringen. In der herkömmlichen Form. Komm mal her hier. Komm. Komm. Ja, komm mal ran hier. Bam. Ohne getroffen zu werden. Was war das denn für ein Helm? Aasfressermaske. Und die Pfeile habe ich leider mitgenommen, obwohl ich sie nicht haben wollte. Naja. Meeresfrikassee, neues meine. Hinter die Binde klippen. Magie sparen wir uns übrigens nur für starke Gegner auf. Oder für viele. Komm mal hier runter. Ja, mit den Fäusten gegen die Banditen komme ich gut zurecht. Nimm die Fäuste in die Hand. Eine ordentliche Schlägerei, wie bei Bud Spencer und Terence Hill. Oh, das ist eine Kiste. Und eine Falle vor der Kiste. Da laufen wir nicht rein. Nett. Die Kieskäfer nehmen wir gerne mit. Den restlichen Kram natürlich auch. Aber am besten sind die Kieskäfer. Wir haben übrigens noch vier. Insgesamt haben wir jetzt 8 Heiltränke. Ich habe nur 4 mitgenommen. Ich denke, die sollten erstmal reichen. So, komm mal her hier. Hier, siehst du mich? Ja. So nicht. Ich versteck mich nämlich jetzt hier. Hehehehe.
Bam! Oh, oh! Vorsicht! Deine Aasfressermaske auf. Ui, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein! Ist nicht... Warum? Moment. Das kriegen wir hin. So, Runde 2. Fäust hoch, du Lappen. Ach, das ist doch der, das Geländer. So. Da habe ich mich aber ganz schön an der Nase rumführen lassen von dem. Gehe hier lieber weg, nicht, dass hier gleich was zusammenbricht. Vielleicht sind zu dick. Sind die zu dick oder so? So, das ist der normale Bandit, ne? Da ist der. Dem Eisenschwert, Bogenschütze. So. 5. Mal einen Verband anlegen. Dann können wir auch gleich mal noch einen Pilzriegel essen. 3 habe ich dich. Genau, 3 habe ich mit. Das reicht. Gut, wie viele Banditen haben wir noch? Waren das schon alle? Ach, da. Guck mal. Fast übersehen. Ich muss, wenn die Dreier-Kombi durchhaben, das machen sie, wie es aussieht, alle. Wenn die Dreier-Schlagkombination durchhaben, muss ich meinen Dreier-Schlag starten. Dann treffe ich die immer gut. Oder? Ah, er ist falsch beobachtet. Okay, ist keiner oben. Eine Kiste. Ich dachte gerade, da wäre eine... Oh, da ist eine Tretfalle. Und da. Stahlsäbel. Ein schneller Stahlsäbel. Nett. Zum ersten Mal eine Waffe, wo ich sagen würde, das wird sich vielleicht lohnen. Doch, bevor wir das machen, müssen wir erstmal ein bisschen üben. Das können wir dann wann anders mal machen. Aktuell stehen wir noch auf leicht wackeligen Füßen in Outward. Jemand drin? Warum sind die Zelte immer leer? Auch leer. Das Braten hier, ey. Das ganze Ding. Okay, ist da oben am Wachturm was? Keine Druckplatten. Wunderbar. Oh, ein paar Kleinigkeiten. Gut. Dann haben wir das schon fertig, ne? Ah, nee, warte mal. Da vorne scheint es weiterzugehen. Eine Kirche? Sieht eher aus wie ein Wachturm. Wie bei Warcraft 3. Miliz rufen. Zu den Waffen! Okay. Gefängnis. Ich muss auch mir mal angewöhnen, sonst zu fliehen. Geh jetzt erstmal ohne Sachen rein. Halbinsel diverse Verliese. Pflanzen und Pilze zusammen ist der einfachste Weg, Nahrung zu finden. Im gekochten Zustand verrotten sie nicht so schnell. Eine Tür, okay. Hinter der Tür ist was. Wendigo. Okay. Den will ich eigentlich jetzt nicht machen. Vor allem hier ist so wenig Platz. Guck dir das mal an. Ne, ne, den lassen wir erstmal. Kann man hier rein? Nein. Und da ist eine Kiste. Okay, ich habe eine Idee.
1. Zwei. Hä? Hä? Ach, ich hab's. Oh. Sorry. Drei. Wenn wir die schon benutzen, dann ordentlich. So. Also. Ich habe keine Fackel, ich habe keine zusätzliche Laterne. Wenn ich hier mein Dingens fallen lasse, dann ist richtig Karte. Wie machen wir das am besten? Einmal Leben muss voll sein. So, den da. Dann meine ich, gibt der hier doch einen guten Schutz, noch einen zusätzlichen, ne? Genau, da ist noch so ein Schutz. Dann machen wir den Eissegen rein. Der müsste dann auch mal gut Schutz geben. Ah ja, das hier muss rein. Was gibt der? Gebräulinderung. Erhöht Schlagfestigkeit, vorübergehend Gebräu, das Wucht verstärkt. Okay, das fressen wir jetzt, trinken wir jetzt, das trinken wir jetzt. Gut, und jetzt? So, der kommt dran, das kommt dran. Das kommt dran. Und sollte ich abhauen wollen, hier der Rucksack hin. So, mein Freund. Mist. Die Fallen sind richtig gut. Die Fallen, das hätte ich bei dem verfluchten, dämlichen Geist machen sollen. Mann. So. Man muss nur schlau spielen. Dann kann man alles machen. Oh, was haben wir jetzt hier? Okay. Geisteraugen. Und Halbplattenstiefel. Wo war der Schlüssel? Hatte den der Wendigo? Habe ich da nicht drauf geachtet? Okay, es hatte der Wendigo. Was haben wir in der reich verzerrten Truhe? Oh! Obsidian Großstreitkolben? Das ist ja... Das nenne ich mal, Loot. Okay. Dann machen wir doch mal hier eine Modenschau. Ne? Hier schön vorm Wendigo. Mist. Sieht man so besser? Nein. Sieht man hier besser? Ja. So. Gucken wir mal. Sieht aus wie eine Kapitänskleidung, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, es sieht aus wie eine Kapitänskleidung. Machen wir noch den Stahlsäbel. Wo ist er? Ah, guck mal hier. Richtiger Pirat. Noch hier mit... Jetzt sind wir ein Straßenräuber. Oder? Wo ist mein Helm? Der ist ein bisschen groß. Das passt besser. So, was mit der Halbplattenrüstung? Da sehen wir aus wie so ein relativ typischer Soldat, ne? Wie so ein paar von den Banditen, die wir schon mal gesehen haben. Etwas bessere Banditen.
Okay, also, diese Rüstung wiegt 19. Die wiegt 8. Die wiegt 12. Die wiegen 8. Der wiegt 1. So, jetzt haben wir deutlich weniger Gewicht. Jetzt können wir das noch anlegen. Okay, jetzt müssen wir nur noch 10 darüber packen. Ach du gute Güte, gar nicht. Ach du Scheiße. Wie machen wir das? Den hier leeren. Die anlegen. Jetzt haben wir noch 4 Gewicht, was wir rüberpacken müssen. Kann ich den in den... Nee, kann ich nicht. So sieht es doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Ja, wir müssen jetzt nach Cerso zurück, wie es scheint. Weil wir haben hier ungemein dicke Klamotten gefunden. So, Wendigo. Ach ja, ich wollte ja noch hier ein schönes Fötchen machen hier, ne? Einstellungen. Hut. Den Hut ausziehen. Ausblenden. So, Thumbnail. Haken. Und raus hier. Gut, draußen dürfte ja sowieso nicht viel unterwegs sein. Und was jetzt sein könnte, ist natürlich, dass das Wetter nicht mitspielt, ne? Dass das Wetter jetzt sagt, ey Junge, hallo, es ist ziemlich kalt. Warum hast du so einen Mist an? Mal gucken. Und ja, genau das sagt das Wetter. Okay, warte mal. Der hat Widerstand Kälte 10. Der hat Widerstand gar nichts. Das ist natürlich schlecht, weil der hat Widerstand Kälte 5. Wie sieht es denn aus, wenn ich das so trage? Gleiche Geschwindigkeit, passt. Dann machen wir das so, der hat mehr Widerstand Kälte und wir haben mehr Beutelplatz. Trinken wir hier so ein... Ja, passt. Trinken wir einen Schluck aus dem passenden Tee und schon ist alles geritzt. So, Banditencamp, check. Wir gehen jetzt aber noch zum See hoch, hier. Dann gibt es nämlich nur noch diesen kleinen Bereich und diesen Bereich. Ich glaube, die Festung werden wir auslassen, je nachdem, wie sie aussieht. Da linsen wir dann einmal rein. Wir werden uns jetzt aber erstmal Richtung See aufmachen. Denn da habe ich keine Gegner gesehen. Das heißt, wir können da problemlos... Hier ans Ufer können wir nicht. Können wir da problemlos ein bisschen gucken, was da so ist. Ich möchte nämlich jetzt nicht hier nur Banditenlager gemacht... Und schon ist alles für die Folge erledigt. Nein, 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 nein. Wir haben noch ein bisschen mehr. Boah. Kann ich denn vielleicht schwerere Waffen anlegen? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Guck mal, der Stahlsäbel, der ist nur 4. 3. Wenn ich den anlege, sind es 4 Gewicht. Das ist schon mal besser. Und der hier hat 5 Wärme, Witterungsschutz. Okay, das macht keinen Sinn. Dann machen wir nichts weiter. Und laufen weiter. Und nur hoffen, dass wir jetzt keine fetten Gegner kriegen. Voll die Blechdose, ey. Aber die müsste natürlich gut Schutz geben, ne? Die Rüstung. Können wir ja mal vergleichen. Hier. 3 Schutz. Widerstände gegen Klingenwaffen 23. Schlagfest 19. Und Widerstand Kälte. Ja, Wärme ist jetzt egal. Ausdauerkosten ist höher und Geschwindigkeit runter. Das ist halt das Problem. Die hier hat nämlich nur... 12 gegen Schwerter. Also hat die 3 Schutz. Ich weiß halt nicht, wie gut sich Schutz auswirkt, ne? Leider. Ich weiß nicht, wie gut sich das auswirkt. Da gibt es aber bestimmt Foren und YouTube-Videos, die einem das erklären. Wenn man das wissen möchte. Es gibt tatsächlich, wo ich, hatte ich nachgeguckt, hätte irgendwas wegen Outward mal nachgeguckt. Ach ja, genau, was für Thumbnail, nicht für Thumbnails, was ich für Begrifflichkeiten nehme, damit man die Videos auch finden kann. Und dabei habe ich dann ein bisschen eingegeben und dann hat mir YouTube immer wieder YouTube-Videos vorgeschlagen. Das macht YouTube sowieso. Nein, Outward-Videos vorgeschlagen. Vor allem irgendwelche 5 Dinge, die ihr beachten solltet. Spielt es so, sonst habt ihr das ganze Spiel versaut. Ich denke mir so, Junge, ich will es einfach nur spielen. Wenn ich ganz viele Dinge beachten muss, sonst... versaue ich mir ein Spiel, dann ist das, weiß ich nicht. Ich meine, das geht ja auch in Theorie nicht. Ich meine, dann hast du halt ja vielleicht ein paar Quests versaut, aber wenn der Wiederspielwert vom Spiel so schlecht ist, dass du es beim ersten Mal richtig machen musst, willst du es dann spielen?
So, hier sind noch einige Fische und so ein Kram. Wird's spät? Es wird spät. Oh. Und die Temperatur ist sehr kalt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Wollen wir die Augen offen halten, nicht, dass ich gleich irgendwo noch irgendein Viech treffe. Ich laufe gerade relativ gedankenlos einfach umher. Da vorne will ich jetzt gleich doch, aber dann doch mal hin. Dann haben wir nämlich nur diesen Pylon nicht gemacht und die Wege weiter in den MK. Dann haben wir nämlich, genau, guck mal, die Festung gucke ich mir jetzt gleich mal an. Und dann gibt es noch diese zwei Wege und diesen Wachturm hier. Der Karte. So, ach guck mal, da sind noch Fische. Bam. Oh, sehe ich Blechbüchse im Anmarsch. Nichts. Sieht aus wie eine Stadt. Eine verkommene Stadt. Aber sehen die Tore? Krass. Haben welche blauen Dinger? Oh, Öl. Habt ihr gemerkt, wie die Musik vorhin schlagartig umgesprungen ist? Das ist immer so das Anzeichen, hier kann was um jeder Ecke lauern. Da oben ist irgendwas auf. Ist das ein Gegner oder ist das kein Gegner? Ist erstmal nix. Okay, ich kann nicht tabben. Es ist kein Gegner. Gespensterpflanze. Du siehst auch nicht einladend aus. Muss man ja sagen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Da ist, glaube ich, eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Noch mehr Sachen. Wir können noch laufen, alles gut. Solange wir noch laufen können, kann ich offscreen zurück nach Sierra und alles wegbringen. Kommt der Spielzeit zugute. Der Let's Play-Zeit zugute. So, hier kann man nirgendwo hoch. Hier ist auch nichts. Nur ein... Ja, verwester. Halb verwester. Knochen sind noch da. Der Umgang ist auch hoch. Und hier rechts ist irgendwas drin. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass mich einer angreift. Ist irgendwas an der Wand. Diese Gensterpflanzen, ey. Okay. So laut wie wir sind, hört uns sowieso alles. Also. Alles und jeder hört uns auf 15 Kilometer Entfernung. Jetzt würden wir den Rucksack ist ganz gut gedämmt. Zumindest den ich immer benutze, um Dosen wegzubringen. Sonst würde man dann. Hier diese Einkaufstaschen. Diese 0815 Mehrwegtaschen, die richtig viele einfach nicht als Mehrwegtaschen benutzen, weil sie es ständig vergessen, sehe ich immer wieder, ey. Oh, ich habe meine Tasche schon wieder vergessen. Kauf die Papiertüte. Kannst du als Biomülltüte benutzen. Und dann hast du sie mehrfach verwendet. Ich gehe immer mit dem Rucksack einkaufen. Außer ich muss mehr einkaufen, dann fahre ich mit dem Auto, aber... 5 Minuten ist der Rewe von hier, also da meiste Zeit mal eben schnell rüberlaufen oder mit dem Fahrrad. Also wenn ich faul bin, fahre ich mit dem Fahrrad. Oder jetzt, wenn es schnell gehen muss. Es wird kalt. Wenn ich faul bin oder wenn es schnell gehen muss, fahre ich mit dem Fahrrad. Und wenn ich mir Zeit lassen will oder ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche Eile habe, ganz entspannt, dann gehe ich halt zu Fuß eben im Rucksack los. Muss ja auch nicht immer 50.000 Sachen einkaufen.
Wenn man nur Brot braucht, kann man ja auch nur Brot und sich vielleicht, keine Ahnung, eine Müllermilch oder eine Cola oder... Was habe ich noch? Ah, guck mal, das hier habe ich mir neulich gekauft. Yannick Vitamin Water. Das ist so Wassermelon-Minz. Geschmack Wasser. Hat ein bisschen weniger Zucker als Dr. Pepper. Ich dachte ja ehrlich, dass Dr. Pepper mehr Zucker hat als Cola, aber es ist gar nicht so. Cola hat immer noch mehr. So. Perlvogelnest. Und dann gehen wir jetzt gleich mal da rein. Linsen einmal rein. Oh, guck mal. Das wäre ein Licht, Mensch. Ich höre jetzt übrigens so häufig mir die Story als, also beim Sport machen oder beim Hin- oder Rückweg von der Arbeit die Story von Diablo 1 angehört, dass ich sie fast auswendig kenne. Aber nicht die normale Cut-Story, sondern die Uncut-Story. Es gibt einfach Spielinhalte, die rausgenommen wurden, weil die wohl zu disturbing waren. Lohnt sich, nachzusuchen, wenn man Diablo-Fan ist. Und es zu spielen. Vor allem gibt es dann da einen Full-HD-Patch. Die sind über Leichen und... Ui. Eine Menge Schwerter stecken in dem Ding drin. Das bewegt sich nicht mehr. Hoffen wir mal. Zum einen ist ein HD-Patch bei, der ist ziemlich cool. Der sorgt dafür, dass man auf bis zu 4K hochskalieren kann. Und dann auch in der Stadt zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit hochsetzen kann und. Zum anderen sind dann da auch in diesem HD-Patch noch weitere Inhalte. Belzebub heißt sie, glaube ich. Diablo Belzebub. Kann ich hier nicht... Ah ja, guck mal, ich kann noch ein bisschen schneller laufen. Gut, hier ist nichts. Dann... Jetzt nicht direkt Gegner. Um bestimmte Rohstoffe zu sammeln, okay, kennen wir das mit den Werkzeugen. Für Erze brauchst du eine Spitzhacke, für Angelplätze brauchst du eine Harpune, das ist uns bewusst. Da ist ein Geist, aber der scheint uns nicht angreifen zu können. Ein Wasserschlauch. Ist das wieder so ein Golem? Ja, das ist wieder so ein Golem. Der ist nur grün am Leuchten. Ekellech. Okay. Ich denke, wir werden dann erstmal hier bei dem Ding hier ein bisschen passen. Ne? Kann man den schon... Na, man kann ihn noch nicht targeten. Okay. Der kann uns dann auch nicht angreifen. Dann lassen wir das hier sein. Und gehen erstmal weiter. Ja, ich würde sagen, dann mache ich mich mal auf den Rückweg nach Cierzo. Nächste Folge schauen wir uns dann noch den Rest der Halbinsel an. Also, den Geisterpass hier lassen wir stehen. Warum lassen wir den Geisterpass stehen? In Cierzo gibt es nicht mehr wirklich viel Sachen zu lernen, wofür wir keine Skillpunkte ausgeben müssten. Und ich würde auch viel lieber mehr Magie lernen. Und dafür müssen wir in andere Gebiete. Ich meine, in der Stadt Berg kann man mehr Magie lernen. Das heißt, da müssen wir hier in den Enmakar-Wald. Das passt ja perfekt. Guck mal, hier geht's dahin, dann lassen wir die hier erstmal weg. Dann gehen wir auf... zum Wachturm und danach weiter in den Enmakar-Wald. Müssen dann nur den Weg nach Berg finden. Ja. Beutetechnisch war natürlich jetzt sehr, sehr ertragreich. Na, wir haben hier zwei fette Plattenrüstungen bekommen. Die schwarze Plattenrüstung und die Halbplattenrüstung sowie Halbplattenstiefel. Ich würde jetzt auch mal sagen, da wir das meiste Geld über das Verarbeiten von Gabären und anderen Büschen und anderen Fischen und so ein Kram machen, werde ich jetzt Rüstungen anfangen zu sammeln. Warum? Warum sammle ich in Skyrim Rüstung? Weil ich es kann und weil ich es will.
Gut, der hier kann geleert werden, der Schlauch. Dann haben wir nicht mehr so viel in der Tasche. Und dann geht's jetzt auf zurück zum Leuchtturm. Ja, viel mehr habe ich, glaube ich, nicht zu erzählen, oder? Nee. Die zwei Uploads werde ich versuchen, so gut es geht, offen zu halten. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sollte ich mal in Bedrohung kommen, wird Outward Skyrim weichen erstmal. Also wenn ich dann zum Beispiel an einem Freitag, was auch immer, oder auf dem Samstag absolut es nicht hinbekomme, beides aufzunehmen, hat Skyrim voran. Skyrim haben wir heute auch ziemlich was Cooles erlebt. Also wer es noch nicht gesehen hat, 15 Uhr der Upload. Kann man über die Kanalpage finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen und dann, wenn ja, bis zum nächsten Mal oder auf was auch immer. Bei einem anderen Projekt. Tschö, bitte. Er macht schon wieder nicht aus. Macht schon wieder nicht aus. Ne. Er macht mal wieder nicht aus. Dann müssen wir das anders machen.